Herzlich willkommen beim Bethel Podcast. Du hörst unsere Predigtserie Mutmacher. Wir gehen hier dabei durch das biblische Buch vom 2. Korintherbrief. Das ist Teil 1. Nie aufgeben. Herzlich willkommen zu unserem Bethel Gottesdienst. So schön bist du da, so schön können wir zusammen Gottesdienst feiern. Vielleicht bist du frisch da oder neu da oder eins von den ersten Mal da. Ich kann dir sagen, es trifft sich so gut, weil wir starten heute mit einer neuen Serie. Wir lieben es bei uns, dass wir durch Bücher von der Bibel durchgehen. Sorry, ist ein bisschen schwer heute, weil es hat so viele Bibeln da drauf. heute geht es so Sache. Wir lieben das Wort Gottes, wir lieben die Bibel und die Absicht ist, dass wir irgendwann mal durch alle Bibel, mein Gott, das ist schon gut, durch alle Bücher von der Bibel durchpredigen, sodass wir nicht einfach nur so unsere Lieblingsvers nehmen und ständig über die predigen, sondern dass wir wirklich das ganze Wort Gottes haben, den ganzen Ratschluss Gottes. Amen. Und jetzt sind wir dran im 2. Buch vom Korinther, der 2. Korintherbrief. Und ich freue mich schon jetzt so drauf. Wir können das Ganze unter den Titel setzen von Mutmacher. Der 2. Korintherbrief, das ist so ein richtiger Mutmacher. Weil das ist der Brief, wo der Apostel Paulus sich mehr öffnet als in anderen Briefen. Wo es weniger einfach nur theologisch ist, also nur, ja, für uns ein Schlusszeichen, sondern auch er von seinem persönlichen Leben, von seinen persönlichen Kämpfen und Zweifel und Angst und dass er das offenlegt. Und das ist einfach etwas vom Ermutigsten, oder? Wenn ein Leiter, und ist recht einer wie der Apostel Paulus, so viel offenlegt von seinem Leben und denkst, hey, wow, wenn der das alles durchlitten hat, durchgemacht hat, dann gibt es vielleicht für mich auch Hoffnung. Wenn nicht nur ich so Dinge erlebe, wie irgendwo Angst, Zweifel oder wollen aufzugeben, die Hoffnung zu verlieren. Wenn er das auch durchlebt, dann gibt es für mich auch Hoffnung. Amen. Und heute fangen wir an mit dem ersten Kapitel, mit dem Titel «Nie aufgeben». Und das ist mein Gebet und mein Wunsch. Hey, lass uns alle Leute sind Männer, Frauen, Kinder, wo was auch immer als kommt, wir werden nicht aufgeben. Amen. Amen. Das ist das erste Kapitel von dem 2. Korintherbrief, wo wir heute so ein bisschen anschauen. Und wir werden sehen, auch schon da, wie er anfängt darüber reden, wie er verfolgt worden ist, verhaftet worden ist, verprügelt worden ist, einfach so viel erlebt hat. Und es ist halt schon so, dass man manchmal so eine idealisierte Vorstellung hat vom Christsein, Jesus nachfolgen. Du denkst, gut, ich tue mein Leben Jesus anvertrauen, ich komme in eine Kirche, ich komme in eine Gemeinde. Und hast vielleicht auch so eine idealisierte Vorstellung, wie denn das wird sein. Und früher oder später, dann kommst du auf den harten Boden von der Realität und merkst, hey, die sind gar nicht alle so heilig. Obwohl sie immer als Heilige angesprochen werden, da in den Briefen. Die sind gar nicht immer so liebevoll. Die sind gar nicht immer so, die sind gar noch nicht vollkommen wirklich. Oder? Und du merkst, wie es anfängt, solche Reibe und Schwierigkeiten zu geben. Und auch bei dir selber, wie zwar dein Leben verändert worden ist, in einer einschneidenden Art durch Jesus Christus, aber jetzt gleich noch Kampf und Dinge einfach kommen auf dich zu, manchmal sogar ganz neue Sachen, die du vorher gar noch nicht gekannt hast. Eben gerade, weil du Jesus nachfolgst und weil du in einer Gemeinde verbindlich dabei bist. Und in diese Situation hinein, da spricht auch der 2. Korintherbrief. Es ist immer gut, wenn man ein Buch von der Bibel anschaut, dass man auch schauen kann, was ist eigentlich die Situation war, wo das geschrieben wurde. Weil das hilft einem auch beim Verständnis, dass man nicht zu viel einfach von sich selber und von seinen Gedanken
in Text reinliest. Weil wenn ich die Bibel aufmache und zu viel einfach schon mal von mir selber nur reinlese, dann habe ich ja eigentlich nur mich selber und ich gewinne gar nicht viel davon, oder? Ich will ja genau die Bibel lesen, dass sie zu mir spricht und dass Gott durchs Wort zu mir spricht. Und darum möchte ich mal vermeiden, dass ich vor allem meine Ansichten und meine Gedanken reinlese. Amen. Und was dir da hilft, das ist zum Beispiel eine Studienbibel. Und darum habe ich ein paar Bibeln hier mitgenommen. Ich finde es so grossartig, alle die von euch, die sich die Mühe machen und auch eine Bibel mitnehmen in den Gottesdienst. Das sieht nicht nur gut aus, sondern das ist auch nützlich. Weil du kannst dann auch Dinge zum Beispiel gerade anstreichen oder einschreiben. Und wenn du sagst, hey, ich bin sowieso am Schauen, was für eine Bibel für mich gut sein könnte. Eine, die wirklich super ist zum Dreinschreiben, das ist eine Studienbibel, das heisst die neue induktive Studienbibel. Es klingt komplizierter, als es ist, aber das Grossartige finde ich, das hat die Übersetzung von NEU, die neue evangelistische Übersetzung, die ich einerseits recht genau finde, aber gleich in einem Deutsch, wo man es recht gut versteht. Und das hat damit so Ränder, wo man auch gerade Notizen machen kann. Da kannst du gerade amigs dort reinschreiben und halt am Schluss fängt es dann an, ein bisschen so auszusehen. Oder? Aber das ist tiptop. Irgendeiner, wenn sie so verkrügelt und so kaputt und verschrieben ist, dann tust du halt wieder eine neue zu. Da habe ich jetzt auch, ich habe jetzt gerade wieder eine neue angefangen. Und dann kannst du auch zum Beispiel so dein eigenes System, sagst, okay, was habe ich zum Beispiel für Farben? Oder? Und dann erkennst du es wieder. Und wenn man ja auch mit verschiedenen Sinnen, also nicht nur mit dem Hören und nur mit dem Sehen, sondern auch etwas malen oder so, dann bleibt es einem nein, ist viel besser. Also das ist ein riesen Benefit. Und wieso, wenn du dir schon die Mühe machst, um hierher zu kommen in Gottesdienst, wieso nicht noch mehr profitieren und einfach eine Bibel noch dabei haben, dann kannst du Sachen anstreichen und reinschreiben. Das ist zum Beispiel eins. Dann, was ich auch kann empfehlen kann, das ist die Stamps Studienbibel, die hat auch Kommentare, Einleitungen zu jedem Buch, wo du eben lesen kannst, um was ist es da gegangen, in welcher Zeit ist das etwa verfasst worden. Die Übersetzung ist halt die Zürcher Bibel, ist eine Geschmackssache. Also nicht gegen Zürcher, aber ist halt schon ein bisschen älter, der Übersetzung. Dann Elbefelder Studienbibel ist sehr schick, ist schön aufgemacht, hat so lässige Kommentare und so weiter. Das sind zum Beispiel drei, die du könntest allenfalls überlegen, wenn du sagst, hey, ich will damit auch schauen, was lese ich? Und dann würde ich zum Beispiel sagen, der 2. Korintherbrief, das ist so in den Jahren ungefähr 55, 56, 57 nach Christus, also ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus gewirkt hat auf dieser Erde, wo der 2. Korintherbrief geschrieben wurde, würde er auch etwas über die Situation sagen. Es gibt auch so coole Sachen. Ich werde euch kurz ein Video zeigen vom Bible Project, wo du auch kannst online gehen und für jedes Buch von der Bibel und auch für jedes Thema eine kurze Einführung bekommen. Ich zeige euch das schnell. Der 2. Brief von Paulus an die Korinther. In unserer Bibel wird er zwar als der 2. Brief an die Korinther bezeichnet, aber es gibt mehrere Hinweise im Text, dass es nicht nur diese 2 Briefe an die Gemeinde in Korinth gab. Paulus hatte diese Jesusgemeinschaft vor längerer Zeit auf einer Missionsreise gegründet. Die Geschichte dazu kann man in Apostelgeschichte 18 lesen. Nachdem er weitergezogen war, hörte er, dass die Dinge dort nicht besonders gut liefen. Also schrieb er den Brief, den wir 1. Korinther nennen, um einige Probleme zu korrigieren. Es scheint aber, dass viele in der Gemeinde seine Lehre aus diesem Brief abgelehnt und sich gegen seine Autorität aufgelehnt haben. In diesem Brief lesen wir, dass Paulus die Gemeinde dann persönlich besuchte, was sehr schmerzlich für ihn war. Danach schickte er einen weiteren Brief, den er als Brief voller Trauer und Tränen beschreibt. Nach all diesen Maßnahmen sehen die meisten der Korinther, wenn auch nicht alle, ihre Arroganz ein, entschuldigen sich bei Paulus und hoffen auf Versöhnung. Paulus schreibt nun diesen Brief, um ihnen seine Liebe und Hingabe neu zuzusichern. Das ist so wertvoll, dass wir mehr verstehen können von dem, was wir auch lesen. Wir werden heute im 1. Kapitel 3 Sachen sehen. Erstens werden wir etwas über Gnade
und Frieden. Sehe dann zweitens über die Zeiten von der Verzweiflung. Und drittens Ressourcen vom Glauben, was wir dann in diesen Zeiten von der Verzweiflung, was wir dort für Ressourcen haben. Starten wir also mit Gnade und Frieden und den ersten Versen, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 1, ein Schreiben. Paulus, der nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen ist, und der Bruder Timotheus an die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Heiligen in der Provinz Achaia. Ich zeige euch kurz auf der Karte, wie man sich das muss vorstellen, weil die Namen sind ja heute ein bisschen anders. Also Korinth da im heutigen Griechenland gesendet dort, und dann hat es eine Provinz gegeben, die Achaia heisst, und die ist umkreiset so. Und das ist dort, wo der Paulus auch durchgezogen ist. Er ist dann auch noch nach Mazedonien, nach Asien oder auch Kleinasien, redet man manchmal davon. Das ist das Gebiet, wo eben auch die Stadt Korinth ist. Und das ist offenbar nicht einfach nur an Korinth, sondern das hat man auch können vorlesen dann in anderen Gemeinden von dieser Region, von dieser Provinz. Und dann fährt er weiter im Vers 2. Gnade und Frieden wünschen wir euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Und da haben wir die Grußformel Gnade und Friede. Und die kommt immer und immer wieder vor. Und du findest sie in dieser Reihenfolge Gnade und Friede. Du findest nie Friede und Gnade. Und ich glaube, es hat auch gewisse Absicht, dass der Paulus das so sagt. Auch dort ist schon bereits das Evangelium, die Botschaft drin von Jesus Christus. Bevor du den Frieden haben kannst, musst du die Gnade kennenlernen. Bevor du den Frieden kannst haben in deinem Herz, musst du eine Begegnung haben und verstehen, um was es geht bei dieser Gnade von Jesus Christus. Und niemand besser zusammen die Gnade als am Kreuz, wo Gott selber auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist und dort blutend hangt und seine Arme offen und sagt, weißt du, du kannst kommen zu mir. Weil ich nehme alle Schmerz und all das, was auch du dazu beigetragen hast, ich nehme das alles auf mich. Ich werde mich nicht rächen an dir. Ich werde nicht meine Wut an dir auslassen. Ich werde im Gegenteil dich empfangen in meine Familie, weil ich nehme den Schmerz und alles übel. Ich nehme das alles auf mich. Das ist Gottes Gnade. Und das sehen wir nie besser als am Kreuz. Und das ist die wunderbare Botschaft vom Kreuz, wo jeder eingeladen ist. Und wenn du Frieden in deinem Herz möchtest haben, dann empfehle ich dir, dass du dich mit dieser Gnade vom Kreuz auseinandersetzt und die kennenlernst, damit du den Frieden kannst überkommen. Siehst, das ist ein Thema, das die Leute zu aller Zeit beschäftigt. Auch schon damals in Korinth hat es verschiedene philosophische Schulen gehabt, Philosophen, und die haben sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Das ist nicht anders als heute. Wie kann ich inneren Frieden überkommen? Und da kann ich euch ein paar Beispiele zeigen. Es gibt zum Beispiel einen bekannten Stoiker, den Epiktet. Und etwas, was er gesagt hat zu dem Thema, ist, es gibt nur einen Weg zum Glück. Also Glück, innerer Frieden, das ist alles so ein ähnliches Konzept. Und der führt über die Aufgabe von Gedanken, die nicht glücklich machen. Das heißt, hey, so, das tönt ja einfach. Das ist so ähnlich wie das positive Denken, die Technik oder, vom positiven Denken. Das heißt, du musst einfach morgen in den Spiegel schauen und sagen, hey, du bist so gut, du bist ein Gewinner, oder? Und es kommt alles gut. Und dann kommt alles nicht gut. Und wir haben auch inzwischen herausgefunden, dass so Techniken wie das positive Denken, dass die längerfristig inner abziehen. Das heisst, es ist gut gemeint, aber das ist nicht wirklich die Lösung. Oder jemand anderes, der Diogenes, von dem hast du vielleicht schon gehört, das ist einer der Kyniker oder Zyniker. Der hat anscheinend eben so um ein Fass gelebt. Und sein Motto war, Freiheit bedeutet, dass man nichts zu verlieren hat. Und er hat von dem er sich auch von allem gelöst. Und eben da ist in einem Fass gelebt und gesagt, hey, wenn du nichts hast, dann hast du auch nichts zu verlieren. Und dann kannst du einfach easy durch dein Leben gehen, oder? Es ist doch sehr ein Gedanke, wie man auch im Fernöstlichen das antrifft, in dem Buddhismus, oder? Dass alles Leiden davon kommt, dass wir halt zu fest uns an Sachen klammern. Und das hat ja schon etwas. Das ist wie die Hälfte vom Evangelium. Weil Jesus ruft ja uns auch dazu auf, dass wir uns lösen von Dingen, oder?
von den Dingen von dieser Welt, dass wir uns lösen, diese Sachen, die wir uns so festklammern und so wichtig finden. Das erste, was er gesagt hat, Jesus, kehret um, weil das Königreich ist jetzt zum Greifen nahe, kehret um. Aber nicht nur umkehren, sondern, und das ist dann eben das, was den anderen fehlt, sondern sich effektiv auch etwas zuwenden. Sich nicht nur entleeren, sondern sich dann auch füllen. Und von was? Von Gott selber. Und das bringt uns dann so ein zum Nächsten. Wie funktioniert das dann genau in Zeiten der Verzweiflung? Das klingt ja alles gut, die Theorie und selbst jetzt das von der Gnade. Lesen wir mal weiter, 2. Korinther 1. Und gehen wir mal zum Vers 8 und 9, weil dort drückt Paulus, dass in so einer intensiven Formulierung aus, denn wir wollen euch, Geschwister, nicht in Unkenntnis über die schlimme Notlage lassen, in die wir in der Provinz Asia gekommen sind. Was uns dort passierte, war so übermächtig, so unerträglich schwer, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Oder eine andere Übersetzung sagt, dass wir am Leben verzweifelt sind sogar. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Und wenn wir so ein Leben dann anschauen von Paulus, dann sehen wir, es ist nicht nur die Situation, dass sich Sorgen gemacht hat um die Gemeinde in Korinth, und er selber mitbegründet hat, und wir haben einen Teil von der Story gesehen, und nachher kommt er und will sie konfrontieren in Bezug auf Dinge, die nicht in der Ordnung sind, und sagen, sorry Paulus, wir haben da inzwischen ein paar andere Apostel gefunden, die sind viel eindrücklicher als du, oder wie die auftreten und so, und ja, die das hat ihm das Herz zerbrochen, oder? Die Sorge um die Gemeinde, und so schön haben sie nachher können umkehren, aber er hat Dinge erlebt, in Asien, Ephesus zum Beispiel, die von euch, die Apostelgeschichte schon mal gelesen haben, wo er dann das Evangelium erzählt hat und sich so viele Jesus zugewendet haben, und da ist die Silberschmied gehabt, wo all die Tempel amigs gemacht haben, die Silbertempel, und die verkauft haben, das war ein riesen Business gewesen, und plötzlich haben die nicht mehr können verkaufen, weil der Paulus behauptet hat, hey, weisst du was, die Götter, das, was ihr da mit euch in den Händen macht, das ist nicht real, sondern es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott und der ist real. Und dann haben die plötzlich nicht mehr verkauft. Und die haben eine riesen Menge zusammengebracht, einen Mob. Und haben ihm wirklich das Leben wählen. Und er knapp können mit dem Leben davon kommen dort. In Lystra, das ist auch wieder, sind sie verrückt worden. Haben Steinbrocken aufgelesen, haben die auch anrühren. Bis er am Boden bewusstlos gelegen ist. Die haben gedacht, er ist tot. Und sind dann davon gelaufen. Der Paulus wieder zu sich gekommen. Hat er aufgegeben, er ist weitergegangen. Das Gleiche in Derbe, haben sie probiert in Steinigen, in Galatien, Kolossea, sind plötzlich irgendwelche Irrlehrer gekommen und haben ihn angeklagt und haben ihn verleumt und so weiter. Ständig, oder? Also zusätzlich zu so Schwierigkeiten dort hast du einfach nur die Sache, nicht, dass die Leiden Christi, die Leiden, die Jesus schon auf sich genommen hat, wo wenn wir Jesus nachfolgen, auch in denen wandelt. Aber dann gibt es auch noch andere Probleme, die damit zu kämpfen haben, wo wir uns persönlich betreffen, wo wir merken, hey, das Leben ist einfach noch nicht in der Ordnung, auch bei mir selber. Ich habe jetzt gerade gestern gehört, eine Frau, die wir auch damals in Indien noch mit ihr gebetet haben, die hat ihr ein Zeugnis gegeben im Dorf, in einer Versammlung. Ich habe das schon mal erzählt, Stories erzähle jetzt nicht mehr. Aber sie ist aufgestanden und hat erzählt, wie sie in dem Gottesdienst, im Neujahrsgottesdienst, dann am Morgen um 4 Uhr, wie Jesus sie frei gemacht hat. Und interessant war noch, dass zuerst ihre Schwiegertochter das Zeugnis gegeben hat und hat gesagt, ja, es war wirklich unerträglich gewesen mit dieser schwierigen Mutter, mit dieser Schwiegermutter. es ist einfach jeden Tag Streit und so, die haben eigentlich nicht mehr können wirklich zusammenleben und so, es ist crazy gewesen. Und die Frau hat mir erzählt, als ich mit ihr gebetet habe, dass sie schon 7 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Vor 7 Jahren hat sie ihr Leben Jesus gegeben, aber trotzdem
Also das mit diesen Konflikten habe ich gar nicht gewusst. Es ist einfach gekommen, weil sie so Schmerzen hatte, so im Unterleib ständig und so Panikattacken, so Angstzustände. Und da gibt es auch Dinge, auch wenn wir schon unser Leben Jesus anvertraut haben, dass wir merken, hey, das sind noch Dinge, das sind noch Konflikte, das sind Sachen, wo mich runterziehen und mich entmutigen, sodass ich vielleicht auch näher dran bin, am Leben zu verzweifeln. Und was machst du? Was machst du in Zeiten von der Verzweiflung, dass du nicht wirst aufgeben? Paulus geht ein auf die Ressourcen, die wir haben im Glauben. Ressourcen vom Glauben. Das Erste, das ist mal Gott selber. 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost, nennt er ihn. Und das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis. Wenn man uns fragt, wieso glauben wir überhaupt? Wieso bemühen wir uns um die Beziehung mit Gott? Wieso kommen wir in den Gottesdienst? Wieso machen wir all die Sachen, die eben mit dem Glauben zu tun haben? Und der Paulus sagt, gepriesen, das, was er zuerst nennt, ist einfach Gott. Und er nennt ihn den Vater von der Barmherzigkeit, ein Gott voller Trost. Die Frage ist, wann wird der Gott wirklich zum Gott vom Trost? Und wann ist der himmlische Vater ein Vater von der Barmherzigkeit? Dass man das wirklich auch erfahren. Jesus hat mal das Gleichnis erzählt in Matthäus 13, 44 von einem Mann, der auf einem Acker eine Perle gefunden hat, die so wertvoll war, wertvoller als alles, was er sonst kennt oder hatte. Und dann hat er sie dazu gepudelt, ist gegangen, hat mit allem, was er hatte, hat das weggegeben, hat den Acker gekauft und nachher hat er die Perle gehabt. Und so ist es mit dem Glauben. Motivation für unseren Glauben, da wo unser Glaube sich darum dreht, ist Gott selber. Einfach für wer er ist, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, dass es das Größte ist, das Grossartigste. Der Gott von der Ewigkeit, der eben nicht wankt, die Hoffnung. Der Gott, der allwissend ist, allmächtig ist. Der Gott, der liebend ist. Der Gott, der sich selber und so weiter. Das ist der Gott. Und wenn wir ihn lieben und an ihn glauben, einfach für wer er ist und nicht in erster Linie für was er uns kann geben, dann ist es ein Glauben, wo wirklich funktioniert. Es ist so oft, wie gesagt, ja, Glaube ist schon gut, das ist einfach so Krücken, die ein paar brauchen. Aber wenn du den Glauben einfach als Krücken nimmst, wird das nicht funktionieren. Wenn du den Glauben einfach nimmst für Dinge, die dir so gegeben werden, dann wird er am Schluss nicht verheben. Weil was ist, wenn dir die Dinge weggenommen werden, wenn du die für ein Zeitchen verlierst? Und so wie der Paulus muss sagen, hey, ich bin fast am Leben verzweifelt. Und wenn ich Gott das Wertvollste ist und du kannst sagen, hey, solange ich Gott habe, solange ich Jesus habe, habe ich alles. Wenn du das nicht kannst sagen, was wird dich dann noch tragen in so Situationen, wenn du auch die Dinge verlierst, die dir so nahe sind und so viel wert sind und Dinge schieflaufen, du denkst, wie ist das möglich? Spannend, dass das auch von der Wissenschaft untersucht worden ist und wenn ich euch kurz langweile mit dem. Sie unterscheidet in der Religionssoziologie und der Psychologie zwischen intrinsischem Glauben und extrinsischem Glauben. Der intrinsische Glaube, der hat mit innerer Motivation zu tun. Dass man Gott einfach sucht, für wer er ist und Gott nachfolgt und will, für wer er ist und nicht in erster Linie für die Dinge, die er einem ermöglichen kann oder einfach mit dem Glauben und dem Glaubensleben zusammenhängt. Ich lese euch das mal vor. Intrinsischer Glaube
Der Glaube wird als wichtiges und wertvolles Ziel an sich betrachtet und ist durch persönliche Überzeugung und spirituelle Erfahrungen motiviert. Intrinsisch motivierte Gläubige sehen ihren Glauben als integralen Bestandteil ihres Lebens und suchen geistliches Wachstum und Verbindung zu Gott, also Gott selber, wo wichtig ist. Und dann gibt es den extrinsischen Glauben, der wird so beschrieben: Der Glaube wird hauptsächlich durch äußere Faktoren wie soziale Normen, Traditionen oder persönliche Vorteile motiviert. Oh, das ist ja schön, dass man kommen und Leute treffen kann. Es ist ja schön, dass wenn du dich vielleicht einsetzt, das kommt und dir jemand auf die Schulter kommt und sagt, so gut, du bist richtig begabt und so. Oder? Das ist ja schön und gut. Aber wenn das alles ist, dann handelt es sich um einen extrinsischen Glauben. Extrinsisch motivierte Gläubige betrachten ihren Glauben eher als Mittel zum Zweck, um beispielsweise soziale Unterstützung oder Schutz vor Gefahren zu erhalten. Und dann ist spannend, dass etwa seit 1967 dann das sehr viel untersucht worden ist, wie denn das ist mit dem Unterschied. Man hat verschiedene Lebenssituationen untersucht und sieht, wie dann Leute, die keinen Glauben haben, sehen, die wie ein Glauben haben wir ja immer irgendwie, aber sehen, die einen extrinsischen haben, einen christlichen, und sehen, die einen intrinsischen haben. Und spannend ist, dass die sozusagen keinen Glauben haben und die extrinsischen haben, das unterscheidet sich praktisch nicht. Manchmal fahren die mit dem extrinsischen Glauben fahren sogar noch schlechter. Aber der intrinsische Glaube, der ist verbunden mit höherer Grosszügigkeit, also Altruismus, positiv mit psychischem, körperlichem Wohlbefinden, Bereitschaft, anderen zu vergeben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, höhere Selbstakzeptanz, bessere zwischenmenschliche Beziehungen, bessere psychische Gesundheit, Lebenszufriedenheit, auch gerade bei Jugendlichen, und eine größere Grosszügigkeit und noch vieles mehr. Und es geht jetzt nicht darum, dass das so Untersuchungen, die dann ja nicht den Einzelfall anschauen, oder? Also wenn du gerade sagst, ja, ich fühle mich nicht so und so, aber es geht nicht um was, sondern es geht um eine Tendenz. Dass du so kannst eigentlich sehen und messen, funktioniert etwas wirklich oder funktioniert es nicht. Und mich begeistert das einfach können zu sehen, wie die Demo, das Wort Gottes sagt, wie sich die auch abbildet in der Realität, auch in der messbaren Realität. So ein Glaube, der in Gott selber verankert ist und Gott als primäre, als erste Ressource hat, ist ein Glaube, der funktioniert, der dich wird durchtragen. Es ist ein Glaube, der dir wird helfen, nie aufzugeben, was auch immer es kommt. Weil Gott selber wankt nicht. Alles mag wanken, aber Gott nicht. Es ist mal die erste Ressource, Gott als höchstes Gut zu haben. Und dann das Zweite ist auch, dass man auch in schwierigen Situationen irgendwo noch einen Sinn sieht vom Ganzen. Lesen wir weiter, 2. Korinther 1, 3. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt, also Gott, der Gott vom Trost, ermutigt er uns. Wieso? Das Ganze hat einen Sinn. Das Ganze hat, das ist nicht einfach so, dass wir durch schwierige Situationen durchgehen. Selbst Sachen, Dinge, die Gott so nicht möchte. Selbst Dinge, wo er sagt, hey nein, ich hätte das eigentlich gerne wollen ersparen, wo wir uns selber reinmanövrieren, durch unsere Entscheid oder durch Fehler und Sünden von anderen. Aber in dem allem innen heisst, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Denn wie die Leiden, die Christus ertrug, sich auch über uns ergießen, so reich ergießt sich dann auch sein Trost über uns. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, nochmal, wieso? Damit ihr Mut bekommt und gerettet werdet. Und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, nochmal, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Wenn du dich fragst, hey, wieso habe ich das durchmachen müssen? Oder wieso mache ich das jetzt durch? Wieso geht es mir so? Wieso ist es mir so ergangen? Vielleicht irgendwie Schwierigkeiten in Beziehungen
oder ein Geschäft, das nicht funktioniert hat. Oder sonst irgendwelche Dinge, wo du sagst, hey, wieso? Und auch wenn es keinen Sinn macht, dein Leiden, das, wo du durchgegangen bist oder am Durchgehen bist oder auch noch wirst durchgehen, das Leiden, vorausgesetzt, dass dein Vertrauen auf Gott ist, das Leiden wird zum Kapital von der Ermutigung für andere. Weil was hilft dir eine Person weiter? Wo du sagst, hey, ich gehe gerade durch eine Beziehungskrise durch und es ist einfach crazy und so weiter. Wo sagt, ich habe noch nie so etwas erlebt. Ja, komm, ja, ich bete für dich. Oder? Was hilft dir so jemand? Oder irgendwo Krebs müssen durchstehen. Was hilft dir jemand, wenn du selber in so einer Situation ist, keine Ahnung hat von so etwas? Um einfach mit dir können, mit dir durchgehen und eine Ermutigung und auch ein Trost sein. Nicht im Sinn von, dass wir in diesen Sachen verharren und sagen, ja, das ist super und so. Wer hat das schon gern? Und natürlich beten wir und wir vertrauen und wir wissen, Gott wird uns daraus herausführen und er wird uns da durchführen. Aber mein Leiden wird zum Kapital, wo ich andere ermutigen kann, wo ich zum Ermutiger werden kann. Und sagen, hey, weißt du was? Es fühlt sich vielleicht so an, wie wenn du jetzt aufgeben willst und ich kann dir das nachempfinden. Aber, und du bist glaubwürdig. Also den Sinn können zu sehen, hey, mein Leiden, das war nicht einfach umsonst gewesen, sondern es kann zum Kapital werden. Und jetzt wissen wir auch, wieso Gott ein Gott vom Trost genannt wird, weil er selber in Christus hat ja alles durchlebt, was wir können irgendwie auch nur möglicherweise durchleben. Jesaja 53, 3, er wurde verachtet von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Das ist Christus, oder Hebräer 4, 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitfühlen mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Der weiß, wie es ist mit diesen Versuchungen, die ständig kommen und die dann vielleicht auch erliehst immer wieder. Er weiß, wie es ist. Er sagt nicht einfach von der Distanz, ja, oh, gib euch mehr Mühe, komm. Sondern er weiß, wie es ist. Und er wird dich auch durchführen und daraus herausführen. Amen. Darum ist er genannt ein Gott von der Hoffnung, ein Gott vom Trost, ein Gott von der Barmherzigkeit. Und selbst Jesus hat Zeiten gehabt, wo er einfach so erschüttert war und einfach nur nicht brüllen konnte, nur nicht weinen. Das ist übrigens der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Johannes 11, 35. Meine Kids haben damals gesehen, der will auswendig lernen. Und so. Einer muss auswendig lernen. Jesus weinte. Heißt das. Wenn es einen Sinn hat, wenn du weißt, es hat einen Sinn, das Ganze, dann kannst du es auch ertragen. Du kannst durchgehen. Du musst nicht aufgeben. Dann das Dritte ist, du brauchst eine Hoffnung. Eine reale Hoffnung. 2. Korinther 1, 9. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen. Das schreibt jetzt der Paulus, nachdem er eben gesagt hat, hey, ich bin fast am Leben verzweifelt. Aber meine Hoffnung da, es geht darum, wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott. Und welcher Gott, der die Toten lebendig macht. Und er hat uns ja vor dem sicheren Tod gerettet. Und tut es immer noch. Auf ihn ruht unsere Hoffnung. Er wird uns auch in Zukunft retten. Hey, das ist geschrieben worden. 30 Jahre, und gemeint ist ja gegründet worden, etwa 20 Jahre, nachdem dass Jesus gewirkt hat auf der Erde. Ihr könnt sagen, hey, da, ich könnte mit Leuten reden, die den Jesus gesehen haben, die dabei gewesen sind, die auch miterlebt haben, dass er gekreuzigt worden ist. Und nachher ihm wieder begegnet sind. Das ist nicht irgendeine Theorie. Das ist nicht positives Denken. Sondern es ist eine reale Hoffnung von einem Gott, der gekommen ist auf die Erde, der gelebt hat.
ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und wieder auferstanden ist und die Leute haben ihn gesehen und anlangen. Und Paulus ist ja auch begegnet, einfach nach der Auferstehung. Und er sagt, das ist eine Hoffnung. Das ist nicht einfach irgendein Gott oder irgendeine Philosophie, sondern das ist der Gott, der die Toten aufweckt. Und das ist der Gott, der uns gerettet hat und auch in Zukunft wird retten. Und wenn wir das fassen können, dann egal, was du gerade drin bist oder egal, was auf dich wird zukommen, du kannst dir sagen, ich gebe nicht auf, weil ich habe eine Hoffnung, die über meine Ressourcen ausgeht. Ich habe eine Hoffnung, die in dem Gott ruht, wo die Toten aufweckt, wo eine Auferstehungskraft hat. Und dann das Letzte, was er sagt, Gebet, Fürbitte. Vers 11, er wird uns auch in Zukunft retten, wobei auch ihr durch eure Gebete mithelft. Hast du gewusst, dass deine Gebete, dass die mithelfen? Wie viele von uns sind schon so nahe dran gewesen, aufzugeben? Aber da hat es jemanden gehabt, deine Kleingruppe, oder irgendeine Mami oder eine Grossmami, oder irgendeine Tochter oder ein Sohn. Irgendjemand war am Bett. Und ich war so nah dran. Vielleicht weisst du nicht einmal wer. Aber der Paulus sagt, auch ihr helft mit durch eure Gebet, dann werden viele Gott für das Gnadengeschenk danken, das wir erhalten haben. Wie viel haben wir schon dafür überstehen, wenn wir eine Gemeinde haben, die betet, wenn wir Leute haben, die beten. Und darum bitte ich dich auch, setz deine Zeit ein im Gebet. Es ist keine verschwendete Zeit. Es ist keine verschwendete Zeit. Sofern es Gebet sind, die wirklich verankert sind in dem ewigen, allmächtigen, liebenden Gott und in einem Vertrauen, das immer wieder wächst, wie der Paulus sagt, wir lernen immer mehr, dass wir endlich mal aufhören, uns auf uns selber zu verlassen und können mehr und mehr sehen, was seine Möglichkeiten sind und seine Möglichkeiten aus dem Himmel da auf die Erde holen und so von Bett in einer Zuversicht. Ein informiertes Gebet, wo nicht irgendwo im Dunkeln tappt und her sagt, bitte mach doch das oder dieses, sondern wo ich so verbunden sein kann, dass ich sehe, ha, du möchtest es tun, dann kann ich jetzt deinen Willen in das Innenbett, in einer Zuversicht. Und ich habe gesehen, wie Gebet wirksam ist. Und wir sind auch daran als Gemeinde, dass wir uns trainieren können. Für das haben wir die Inner Presence-Übung. Und damit ist der zweite Übung. Der ist der Fürbitte gewidmet, wo wir auch aus der Bibel anschauen, was ist überhaupt Fürbitte? Wie kann ich wirklich zu einem vollmächtigen Fürbitter, zu einer vollmächtigen Fürbitterin werden? Und wir trainieren das zusammen. Und so haben wir verschiedene Übungen in meiner Presence. Gebet war ja das, wo die Frau, die ich am Anfang erwähnt habe, da ihr ein Zeugnis gegeben im Dorf, da in der Versammlung, und gesagt hat, hey, ich bin... Bin schon 7 Jahre bin ich da eine Christin, aber ich bin immer noch so gefangen gsi. Nein, es ist toll los gsi, immer Streit und so weiter. Und das Grossartige ist gsi, sie hat nicht aufgegeben. Sie ist in den Gottesdienst gekommen, in den Neujahrsgottesdienst. Und nicht nur das, sondern sie ist bis am Schluss geblieben und ist dann zum Gebet gekommen. Sie war von einem der ärmsten Dörfer, sie hat gewartet, bis alle anderen zu ihr strachen sind und ist dann gekommen. Darum sage ich dir, gib nicht auf. Gib nicht auf. Auch wenn es schon viele Jahre geht, deinen Weg vom Leiden, gib nicht auf. Weil unser Gott ist ein Gott vom Durchbruch. Und er sieht dich. Und er sieht dein Weinen.
und er sieht deine Gebete. Darum gib nicht auf. Und sie ist gekommen und sie erzählt von ihren Schmerzen und sie erzählt von ihrer Bedrückung, die eine dämonische Bedrückung war. Und hier sehen wir, wie mächtig das Gebet ist und auch, wie wichtig das Gemeinde ist und die Verbundenheit untereinander. Sie ist nicht aus dem rausgekommen, aber wir können dann hören auf Gott und Gott durch ein prophetisches Wort gerettet. Und die finstere Macht musste gehen und ist nicht mehr zurückgekommen. Und die Schmerzen sind gegangen. Und eben daheim sieht es anders aus. Und seine schöne Schwiegertochter sogar gesagt hat, hey, da hat sich etwas verändert. Gib nicht auf. Mit dem kommen wir jetzt einfach in die Zeit der Anbetung und uns einfach nochmal überlegen, hey, wieso sollen wir nicht aufgeben? Wir sollen nicht aufgeben, weil wir haben einen Gott, der ein Gott vom Trost ist. Wenn du zu ihm kommst, dann wird er dich nicht anklagen, sondern wird dich zuerst mal in seine Arme nehmen. Und dann wird er sagen, was der nächste Schritt ist. Vielleicht hast du den Sinn verloren. Es ist so wichtig, können, den Sinn zu sehen, auch in schwierigen Zeiten. Vielleicht hast du keine Hoffnung wirklich. Und da ist es so wichtig zu sehen, dass unsere Hoffnung nicht eine Philosophie ist, nicht eine Technik ist, sondern real. Ein Gott, der fassbar und greifbar geworden ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass du irgendwo gerufen wirst zum Gebet. Da sind Beterinnen und Beter da, wo Gott beruft, auch gerade für die Fürbitte. Und im Gebet wird so viel bewirkt. Lass uns beten. Ich danke dir vielmals, Vater im Himmel, für deine Ermutigung durch dein Wort. Und lass uns Männer und Frauen sein und Kinder, die nicht aufgeben, Herr, die bis zum Schluss dranbleiben und alles erwarten von dir. Und nicht in der Enttäuschung zurücksinken. Wenn wir die Augen zu haben, möchte ich auch noch einladen dazu. Ich habe am Anfang gesagt, wie du kannst die Gnade einladen in dein Leben, damit der Frieden kommt. Und wenn du das noch nie wirklich gemacht hast, dann kannst du das jetzt machen mit einem Gebet, wo ich dir einfach gerne vorspreche. Du kannst aber auch selber das so formulieren. Wenn du möchtest, das beten, dass einfach wirklich Jesus mit seiner Gnade in dein Leben kommt und du das willst annehmen, das Angebot von der Gnade und Barmherzigkeit, heb als Zeichen jetzt einfach deine Hand an, wenn du das möchtest, jetzt annehmen. Dann ist das dein Moment. Wer ist da? Wer ist da? Danke, so schnell jemand. Dann bete jetzt einfach, Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade und heute nehme ich das an. Ich kehre um von meinen Wegen. Und ich kehre um und ich von diesen Sachen, die ich so festgeklammert habe, ich lasse es jetzt gehen und lebe mich dir zu und bitte dich, dass du mir vergisst und in mein Herz kommst mit deinem Leben und mich erfüllst mit deinem Geist. Im Namen Jesus. Amen.